Seid ihr herzlich willkommen. Das Drei-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel buchen, dann ist es persönlich. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Wegen die Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 9. Mai. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond im wunderschönen Mondhaus Rohini. Das ist eine pure Liebesenergie, bringt auch Glück in die Liebe in diesem Tag. Dazu gibt es eine Geschichte. In Indien ist Mond ein hübscher junger Mann. So ist die Geschichte. Und dieser junge Mann verliebt sich an Rohini. Rohini bedeutet übersetzt Morgenröte. Hier handelt es sich um eine fast unschuldiges junges Mädchen. Mond möchte sie heiraten, aber ihr Vater befiehlt, dass er muss ihre Geschwister auch heiraten. Und Mond heiratete 27 Frauen. Die jüngste, die große Liebe ist natürlich Rohini. In diesem Tag haben wir eine schöne Verbindung zwischen Mars und Mond. Mars kann unserem Kraft bedeuten und wir handeln gerade sehr emotional, weil Mond symbolisiert unserem Gefühlen. Mars kann auch die männlichen Personen bedeuten und die sind jetzt offen, über Gefühlen zum Sprechen. Wir haben auch eine schöne Verbindung zwischen Merkur und Uranus. Merkur symbolisiert die Handlungen und die Kommunikation und Uranus bringt unerwartete Ereignisse. Vielleicht kommt eine Nachricht ganz unerwartet. Oder Uranus kann Veränderungen auch bedeuten, dass etwas ändert sich in dein Leben und das wird jetzt besprochen. Oder hast du einen Termin oder bekommst du einen Vertrag, kann Merkur das auch auslösen. Wie zum Beispiel berufliche Veränderung oder Umzug ist auch möglich. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Seinen Gedanken sehen wir ganz oben. Die Störche zeigen Veränderungen. Das kann berufliche Veränderung sein, kann Umzug sein oder verändert sich seine Einstellung, verändert sich etwas zwischen euch beiden. Und die Wegen können ein Treffen sein. Wenn euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder die Wegen bedeuten Entscheidungen, weil er erreicht in sein Lebensweg diese Kreuzung und wird neu orientieren, überlegt, wie soll das jetzt weitergehen, die Störche, die Veränderungen, berufliche Veränderung oder Umzug oder etwas ändert sich familiär. Oder ändert sich seinen Gedanken, ändert sich seine Einstellung. Seinen Gefühlen sehen wir in die linke Seite. Dieser Sarg kann Erbschaft sein. Und die Mäuse zeigen dann Verlust. Weil dort, wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Vielleicht verliert er Geld, wenn es um Erbschaft handelt.
Dieser Sarg kann Stillstand bedeuten oder kann auch bedeuten, dass er dich blockiert hat. Und die Mäuse entfernen diesen Stillstand und die Mäuse entfernen diese Blockade. Was wird er tun? Das sehen wir in die rechte Seite. Das Kind kann, die Kinder sein, Gesprächen mit den Kindern oder Gesprächen über Kinder. Aber das Kind bedeutet auch Unschuld oder ein Neuanfang, eine neue Richtung. Und die Vögel zeigen mehr Leichtigkeit, mehr Fröhlichkeit, wie die Kinder, wird alles so spielerisch sein und symbolisieren auch die Kommunikation. Die Störche oben und das Kind kann Schwangerschaft auch bedeuten. Was verbindet euch? Das sehen wir in der Mitte bei dieser ungarischen Karte, was mein Mann gemacht hat. Das sind Buchstaben und alte Schreibweise. Das nennt man Rovásírás. Das ist so ähnlich wie bei Germanen die Runen. Und da sehen wir auch diese Runenkarte unten in die linke Seite. Die Buchstabe ist U. Und jetzt können wir überlegen, was bedeutet dieser Buchstabe. Wenn dir etwas einfällt oder für dich ist das etwas Besonderes, dieser Buchstabe, ich freue mich sehr, wenn du das im Kommentar schreibst. Was mir einfällt, Ulrike oder Uwe. Als Stadt Ulm. Und was mir noch eingefallen hat, Uriel, Licht Gottes, ein Engel. Und dieser Engel vertritt das Licht oder das Feuer, was in die Tageskarte auch sehen, dieses Feuerelement in die rechte Seite zeigt diese Kerze. Aber noch zurück zu diesem Buchstabe U und die alte Schreibweise sehen wir in die Mitte. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Hier spiegelt sich etwas oder zeigt Ähnlichkeiten zwischen euch beiden. Vielleicht ist er dein Seelenpartner. Was diese Karte noch bedeutet, die eine Weg ist sein Lebensweg, die andere ist deins. Und hier kreuzt sie, so wie die Wegen dieser Karte oben auch zeigt. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich, ein Treffen, eine Annäherung. Und ihr werdet in die Mitte sein. Ihr habt ähnliche Ideen. Und von hier aus, von der Mitte aus, werdet euch neu orientieren. Und das gemeinsam. Die Runenkarte sehen wir in die linke Seite. Bedeutet die Leichtigkeit, die Bewegung, die Tanz, Kunst, Kreativität, aber auch die Berührung. Und dieser Schmetterling symbolisiert die Seele. Ihr habt eine seelische Verbindung zueinander. Und die Tagesenergie dieser Kerze sehen wir in die rechte Seite unten. Das beleuchtet etwas. Ihr werdet etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Und diese Kerze bedeutet für mich auch die Spiritualität oder ein Ritual wäre vielleicht auch gut, hat eine reinigende Wirkung oder hilft dabei, klare Entscheidungen zu treffen.
und er macht etwas sichtbar. Und das war das drei Fragezeichen Orakel. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben oder was bedeutet dir Buchstabe U. Oder kannst mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.